Ja, hallo und herzlich willkommen zur Raw Review vom 13. März 2017. Die Raw-Ausgabe aus Detroit, Michigan, aus der Joe Louis Arena. Und an meiner Seite ist natürlich wie immer das Wrestlepedia, Mischa. Ja, guten Abend, mal wieder nach längerer Zeit hier. Ja, für mich ja auch ein bisschen, weil ich jetzt auch ein bisschen länger keine Videos mehr gemacht habe. Okay, natürlich, es gab die Dream-Matches, aber die Dream-Matches sind ja ein bisschen vor 2 Wochen aufgenommen worden, beziehungsweise länger, 3 Wochen habe ich sie aufgenommen, vorproduziert für den WrestleMania-Monat. Diejenigen, die es auf Twitter gelesen haben, ich kann nicht mehr richtig sprechen, egal, die auf Twitter gelesen haben, die wissen natürlich, was in den letzten Tagen bei mir los war. Man merkt es vielleicht an meiner Stimme, die ist jetzt nicht ganz fit. Und zwar hatte ich letzten Tag starke Halsschmerzen gehabt, und körperlich ging es mir nicht ganz gut, also eine klassische Erkältung halt, was ich vor einem Monat hatte, nach Elimination Chamber, jetzt nach Fast and wieder sowas, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Pay-Per-Views doch nicht so gut fand und dann wurde ich krank, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollte ich meine Stimme schon nicht, dass sich die Krankheit unnötig herauszieht, dafür kamen jetzt letzten Tag keine Videos, weil ich mich einfach schonen wollte. Natürlich hatte ich ein bisschen was vorproduziert, aber ja, fühlte mich halt nicht ganz gut und ich habe mir gedacht, komm, schonst dich lieber. Ich wollte am Wochenende eigentlich auch die Raw und SmackDown Review aufnehmen, aber mit so einer Stimme kannst du schlecht aufnehmen und ich glaube, das hört sich auch nicht gut. Und ja, entschuldige, dass ich jetzt gerade ein bisschen Ohrenkrebs verursacht habe. Das wollte ich natürlich nicht machen. Genau. Und ja, du hattest keine Zeit. Und holy ja. Shit, habe ich einen Zeitplan jetzt. Weil wieder, was heißt wieder? Also jedes Jahr dieselbe Zeit. Aber es ist mal wieder WXW 16 Karat. Ja, heißt, ich muss da wieder 4 Shows nachholen. Ne, 5. Ja, 1,5 habe ich schon geschafft. Ganz toll. War heute eigentlich mein Plan, weil ich frei hatte, das zu gucken, aber dann ist mir eingefallen, ich habe ja noch Raw zu gucken. Haha. Und eine Review aufzunehmen. Die New Japan Shows nachgucken, die letzten 2, die habe ich total verplant. Also ich habe einen relativ straffen Zeitplan noch. Und apropos WXW, ja, heute die nächsten 2 Tickets eingekauft für die nächsten 2 WXW Shows in Frankfurt. Also ein teurer und Wrestling-reicher Tag mal wieder. WXW 16 Karat Gold war letzte Woche, wenn ich richtig erinnere. Richtig. Ja, letztes Wochenende. Ja. Was ist das denn überhaupt? Für diejenigen, die es nicht kennen. Vielleicht ganz kurz. Ja gut, man kann sich drüber streiten. Ich würde behaupten, es ist das größte Wrestling-Turnier Europas. Der Welt ist übertrieben, weil da gibt es immer noch das G1. Aber wahrscheinlich so mit oder den Top 3 auf jeden Fall. Okay. Gibt es schon ewig, seit 2006. Waren unter anderem 2007 zum Beispiel war ein großartiges Turnier oder 2008, wo dann Leute auch da waren wie Bryan Danielson, Nigel McGuinness, Chris Hero etc. CM Punk war auch schon bei der WXW. War zwar nicht beim Karat, aber allgemein mal zur WXW. Vielleicht kommt er wieder. Ja, nee, ist klar. Ja. Und es ist ein Turnier, was sich über 3 Tage streckt, halt von Freitag bis Sonntag und ja, gibt dann halt die Turniermatches an Tag 1 ist zum Beispiel nur Turniermatches, Tag 2 gibt es dann auch ein paar Titelmatches und Tag 3 ist dann das Finale und der Sieger hat dann halt das Karat gewonnen, das prestigeträchtige Turnier und das ist dann halt schon der Hinblick so aufs Jahr von wegen, ey, den Kerl pushen wir jetzt mal ein bisschen. So ähnlich kann man vergleichen fast wie das UK-Turnier dieses Jahr, natürlich in kleinerer Dimension. Und vergleichbar mit dem King of the Ring, als es noch gut war und was bedeutet hat. Das kann man vielleicht so sagen. Wo kann man es gucken? Für ihn, die es vielleicht gucken wollen. Ja, WXW Now. 10 Euro. Kann man nichts gegen sagen, weil allein das Karat lohnt sich schon, weil wenn man sich das einzeln kaufen würde auf Vimeo, was ja vor kurzem noch ging, geht ja jetzt nicht mehr, es gibt ja jetzt WXW Now, deshalb haben sie ja nichts mehr auf Vimeo. Da hat, glaube ich, die 3 Karat-Tage irgendwie 30 Euro oder so gekostet oder 40 Euro. Und jetzt hast du halt, wie es WWE Network, für 10 Euro quasi alles auf WXW Now mit den 3 Karat-Tagen, mit den Extra-Shows, die dabei waren, Inner Circle, so eine kleine Show für 50 Leuten oder so, wo ein paar Indie-Stars dabei sind oder Ambition, ein MMA-Style-Turnier, wo halt Shoot-Style ist. Und ja, es ist einfach mega geil, das Karat-Wochenende ist immer so das Wochenende im Jahr, wo ich mich am meisten drauf freue. Dieses Jahr habe ich leider mal wieder nicht hingeschafft, weil ich arbeiten durfte, aber vielleicht nächstes Jahr. Ja, vielleicht könnt ihr ihn ja auch irgendwann mal treffen. Machst du dann so eine Autogrammstunde? Ja, ich bin hier ein großartiger Podcaster hier, die Legende, Mischa.
Ja, aber keiner weiß aber, wie ich aussehe. Das ist das Gute. Das stimmt. Deswegen kannst du da anonym hingehen. Ich kann da undercover als Wrestling Reporter hingehen und dann in den Reviews die Show niedermachen. Ja, und dann gehst du so und dann reden die so, hä? Warst du neben mir? Ja, genau. Vielleicht? Erst So. erstmal bei der Show komplett ausmarken und dann, später in den Reviews die Show niedermachen. Genau. Das ist Micha. Das macht Micha natürlich aus. Natürlich war er auch live vor Ort bei Raw, ganz klar. Und fand die Show sowas von geil. Ganz besonders Sasha Banks, was Sasha Banks gegen Dana Brooke, was 1,5 Minuten ging, war schon eines der psychologischsten Matches der letzten Jahre. Genau, das kann man auf jeden Fall so sagen. Auf jeden Fall, dadurch, dass letzte Woche keine Review kam, da sind natürlich ein paar Sachen passiert. Die wollen wir natürlich ein bisschen ansprechen, nur grob, jetzt nicht jetzt die komplette Review ausführlich, sonst würden wir bis morgen früh gefühlt da sitzen. Solange wollen wir es nicht machen, wir werden manchmal Punkte ansprechen, die zum Beispiel auch beim Opening-Segment wir ansprechen. Wir wollen aber ganz kurz auf SmackDown ganz kurz zurückblicken, beziehungsweise auf ein Segment, weil es halt ein bisschen richtungsweise auf WrestleMania aus und das letzte Woche ja keine Review kam. Wollen wir uns ganz kurz ansprechen bezüglich dem Main Event, und zwar gab es ja Randy Orton gegen Randy Orton gegen AJ Styles, was wir beide ja schon befürchtet haben, was ich persönlich gut fand, dass man es angesetzt hat. Ich hätte besser gefunden, ein Triple Threat Match. Ja, Match gab AJ Styles gegen Randy Orton. Randy Orton hat sich durchgesetzt und darf nun gegen Bray Wyatt bei WrestleMania antreten um den WWE-Titel. Match ist meiner Meinung nach Must-See. War fantastisch, das Match. First time ever War, übrigens. ja, das ist absolutes Dream-Match für mich, ja. Einer meiner Favorites of all time gegen einen meiner Favorites of all time. Quasi so Platz 2 und 3 meiner Favorites of all time gegeneinander. Platz 1 ist Shawn Michaels bei dir, oder? Richtig. Genau. Ja, es ist auch, wenn ich so in meine Liste gucke, gehört es mit zu den besten WWE-Matches des Jahres. Also das Platz 1 ist bei mir immer noch AJ gegen Cena. Und auf Platz 2 kommen dann halt Pete Dunne gegen Tyler Bate, Bobby Roode gegen Nakamura, das Elimination Chamber Match und halt jetzt Randy Orton gegen AJ Styles. 3,75 hat Meltzer gegeben. Finde ich ein bisschen wenig, wenn man bedenkt, was er so für Cena gegen Dings zum Beispiel gegeben hat, für Cena gegen Styles hat er ja die 4,75 rausgeklatscht. Ja, so viel würde ich jetzt nicht geben. Aber ja, ist halt eine Meinung von Meltzer, die halt mehr im Mittelpunkt steht. Und ist halt so. Ist halt so. Ist halt trotzdem immer noch ein starkes Rating, 3,75, kann man ja nichts gegen Nö. sagen. Weekly Show Match. Dafür, dass es eine Weekly Quali ist, kann man sich auf jeden Fall kann man nicht beschweren. Ich glaube, ich würde 4 ein Viertel geben. Ja, Spontan jetzt. ist auch gegeben. Jo, dann. Sind wir uns da sehr einig? Wie gesagt, Styles hat leider verloren. Ich hätte gern Styles im Main Event gesehen. Ich hätte beide gerne im Main Event gesehen mit Bray Wyatt. Das wäre echt ein geiles Match geworden, würde ich sagen, mit Bray Wyatt. Würden so drei verschiedene Stile so eingehen und ich denke, das würde auch gut passen, finde ich. Schade, aber es ist halt Ich so. muss ganz ehrlich sagen, ich finde es okay, dass man Randy Orton gegen Bray Wyatt bringt. Das ist der ähnliche Grund, warum man auch an Kevin Owens gegen Chris Jericho festhalten sollte. Ist es sowas wie bei Kevin Owens gegen Chris Jericho, wenn da noch ein Sami Zayn reinkommt, ist es eine geile Ansetzung. Aber Kevin Owens gegen Chris Jericho macht mehr Sinn, weil es einfach länger aufgezogen wurde und länger aufgebaut wurde. Und ähnlich ist es Ja, halt auch klar. bei Randy Orton gegen Bray Wyatt. Ja gut, bei Kevin Owens gegen Chris Jericho stimme ich zu. Nur bei, was ich halt, also, ja klar, das Logische ist Randy Orton gegen Bray Wyatt, das ist klar. Aber ich fand es halt blöd, dass man da mit Styles da reingebracht hat. Fand ich jetzt nicht so gut, weil er hat halt sein Titelmatch sicher normal und dann nimmst du es ihn einfach weg. Das ist ja auch Ja, blöd. gut. Aber Deswegen dazu. muss ich einfach so sagen. Also, natürlich, wie gesagt, ich freue mich so total auf Bray Wyatt gegen Randy Orton. Ich habe ja auch gesagt, das habe ich auf Twitter auch ganz öffentlich gesagt, ne? Egal, ob es Bray Wyatt gegen Randy Orton, Bray Wyatt gegen Styles, Bray Wyatt gegen Luke Harper, Bray Wyatt gegen Luke Harper und Randy Orton und die ganzen anderen Szenarien, egal gegen wen Bray Wyatt gegen diese drei Leute antritt, egal welcher Konstellation, ich freue mich auf dieses Match. Ich freue mich auf Bray Wyatt gegen Randy Orton und so weiter, weil das Match einfach gut wird. Und momentan, neben einem anderen Match, wo ich mich auch freue, eigentlich einer meiner Lieblingsmatches, wo ich sagen würde, okay, das ist so ein Grund, wo ich WrestleMania einschalten würde. Und Was bei vielen anderen Matches nicht. ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass AJ gegen Shane passiert. Glaubst du Ich nicht? weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube Ich immer, befürchte es leider, muss ich sagen. dass sowas passiert, von wegen Shane sagt, ich kann nicht antreten, weil ich die letzten zwei Male im Ring fast abgenudelt wäre.
Deshalb hole ich den von NXT und stelle ihn gegen dich. Nakamura. Gut, das würde ich feiern. Das würde ich feiern. Und wenn wir bei WrestleMania 33 Shinsuke Nakamura gegen AJ Styles haben werden, dann ohne Scheiß, dann werde ich in der Review kein einzig schlechtes Wort über diese Show sagen. Gut, das wird bei mir leider nicht passieren, weil ich wahrscheinlich doch schlechte Wörter haben werde. Wahrscheinlich, wenn wir WrestleMania zusammen gucken, dann kann ich Ja. mir gut vorstellen, dass ich ausrasten werde. So wie Jonas jetzt ja bei Cena. Also, wir hätten euch gerne die Aufnahmen gezeigt, nur wir haben keine. Beziehungsweise, ich habe halt nur meine Tonspur. Aber was bringt es, wenn ich meine Tonspur, wo ich noch am Lachen bin, aber Jonas nicht hört, wie der am Ausmaken war? Das war. Das war so geil. Also, das Cena Wyatt Rock Segment, das war absolut göttlich. Nur wegen Jonas. Das war Ja. geil. Das war einfach geil. Aber nur wegen Jonas. Das Segment an sich war scheiße. Ja. Okay, ich würde mal sagen, gehen wir zurück zu Raw. Und ich denke mal, wenn SmackDown kommt, dann morgen, übermorgen, je nachdem, wann es kommt, Ich denke, besprechen. ja, ich denke, ich werde Zeit dafür finden. Ja, ich denke mal, am Donnerstag wird es kommen. Je nachdem, außer meine Stimme versagt wieder, dann wahrscheinlich nicht. Aber dann rede ich halt so. Nein, so nicht. Das Vor hört allem, sich. was ich heute wieder mitgekriegt habe, ja, war Ja. ja, WrestleMania ist ja schon in 20 Tagen. Wusstest du nicht? Nö, hat Michael Cole mal so nebenbei gedroppt bei Raw und dann ist mir eingefallen, hey, wir sind ja schon Mitte März, ist ja fast Ja, WrestleMania, ist obwohl ich fast noch gar nicht so Urlaub. ein krasses WrestleMania-Feeling habe. Ja gut, nach der Raw muss ich ganz ehrlich sagen, das nehme ich schon mal vorweg, dafür muss ich Raw loben. Nachdem Raw vorbei war, dachte ich mir schon, okay, jetzt geht's langsam los, jetzt wird langsam aufs Gas getreten, jetzt ist WrestleMania Season. Aber relativ spät. Jetzt kommt endlich die Show einen Tag nach NXT Takeover. Richtig, NXT Takeover. Darauf freue ich mich aber. Ja, ich habe Urlaub, darauf freue ich mich vor allem. Ja, WrestleMania wird super. WrestleMania schön gucken, auspennen, das ist doch ein Traum. Ein Traum. Aber WrestleMania ist ja erst, wie du schon gesagt hast, in 20 bzw. 19 Tagen. Und ja. Anfang tut es mit Brock Lesnar und Paul Heyman. Jo, wurden abgefeiert. Goldberg wurde tatsächlich ausgebuht, also er war nicht da, aber man hat die WrestleMania-Grafik gezeigt, halt von dem Match und Goldberg wurde ausgebuht und Brock Lesnar wurde abgefeiert. Ja, Heyman hat halt ein bisschen seiner abgegangen. Er hat gesagt, die letzte Zeit war es immer nur, dass Goldberg Lesnar auf die Fresse gehauen hat. Das war immer dasselbe Szenario. Ja, hier Spear Jackhammer und Goldberg wins, lol. Und letzte Woche war es anders da. Jetzt haben sie den Spieß umgedreht. Brock Lesnar F5 und Goldberg goes down. Down Und so goes wird Goldberg, down genau. goes Goldberg. Genau. Und so wird es bei WrestleMania auch aussehen. Und ja. Ja, kurz zum Segment. Letzte Woche war ja so, dass sie kurz ein Segment hatten und dann gab Brock Lesnar letztendlich eine 5 an Goldberg. Das habe ich tatsächlich gesehen, ja. Das war der erste Bump, den Goldberg einstecken musste, seitdem er hier ist. Der erste Bump seit 13 Jahren. Ja. Überlegt euch das mal. Seit 13 Jahren, der davor. In den letzten beiden Matches, oh gut, Royal Rumble, ne? Aber Singles Match. Aber sagen wir Singles Ja, Match. Sagen gut. wir Singles Match. Also Drei. übers oberste Seil werfen, das ist ja jetzt nicht wirklich ein großer Bump. Das stimmt auch wieder. Das Gute ist, er wurde vom Richtigen rausgeschmissen. Darauf habe ich mich gefreut. Danach Der nicht mehr. richtige wäre Heath Slater gewesen. Oh, Take aber auch gut. Aber auf jeden Fall, ja. Brock Lesnar gegen Goldberg. Ja, haben wir befürchtet. Ich habe gesagt, es geht um den Titel, leider. Und wird vermutlich der Main Event sein. Ich hoffe es nicht. Ich würde Bray Wyatt gegen Randy Orton gönnen, aber wenn ich realistisch bin, wird nicht passieren. Ja, also wenn die Show ist, WrestleMania, und es ist tatsächlich der Main Event, dann muss das Match mindestens 10 Minuten gehen, weil ich glaube nicht, dass sie bei WrestleMania das in den Main Event stellen, wenn sie dann nur einen 2-Minuten-Squash machen. Was war überhaupt das kürzeste Main Event Match aller? Ja, gut, Hogan gegen Yokozuna. Stimmt. Die Frage hat sich Ja. schon wieder beantwortet. Ja. Gut, das war das kürzeste Main Event Match aller Zeiten. Das werden sie nicht Und knacken. ansonsten wahrscheinlich hier das Money in the Bank Cash-In-Match. Ja, gut. Ja, doch, doch, doch. Stimmt. Zwei, drei Also Minuten. außer man zählt es zur regulären Matchzeit dazu, weil er hat Ja, das vielleicht weiß ich ein nicht, wie man das Match. zählen würde. Ob man das wirklich jetzt zu regulären. Weil offiziell das letzte Match am Abend war das Triple Threat Match. Das ist. Okay,
Gut, Deswegen. dann. Egal. Gehen wir weiter. Stephanie McMahon und Mick Foley backstage. Ja, sie haben ein bisschen, ja, rumge Schmust. talk, ja, geschmust, ja. Dann haben sie sich wieder ein bisschen versöhnt und Stephanie hat gesagt, ja, ich habe dich beleidigt, aber das passiert halt mal so im Rausch der Gefühle. Und ja, du darfst das nicht so persönlich nehmen, das ist die Business Lesson Nummer 1. Ja, nimm nichts persönlich, wir sind hier Business People und alles Mögliche. Und ja, Stephanie McMahon, und wie gesagt, nachdem sie sich dann versöhnt hatten, hat dann Stephanie McMahon gesagt: Okay, Mick, ich stelle dir jetzt hier eine Business-Aufgabe, deine erste Business-Aufgabe hier, und zwar bis zum Ende des Abends oder am Ende des Abends, wenn die Show vorbei ist, wirst du Mick Foley, einen des Raw-Rosters, feuern. Ja, denk einfach über die untersten 10% nach und cutte einfach einen von den Lutschern. Und ja. Goldberg. Das wär's gewesen. Einfach mal Roman Reigns entlassen. Biggest Pop of all time. Oh, das wär so geil. Da wäre ich persönlich zu WrestleMania geflogen und hätte einfach. Ich hätte den Kredit aufgenommen, zu WrestleMania geflogen und dann hätte ich mir die Show angeguckt. Also, wenn die das gemacht hätten, das wäre so geil gewesen. Mick Foley hat auf jeden Fall ein bisschen verdutzt geguckt, ein bisschen traurig geguckt, weil er natürlich weil ihm sehr, sehr viel an den Superstars liegt und er nicht einfach jemanden von ihnen feuern will und die Karriere kosten will und die Familien zerstören will, und deshalb ja. Ich wäre sogar glücklich, wenn man den Undertaker für 30 Tage suspendieren würde. Tatsächlich. Dann verliert er nicht gegen Roman Reigns. Der ist ja gefühlt das ganze Jahr suspendiert. Das stimmt. Ja gut, er kriegt immer noch sein Geld. Was er verdient hat. Das stimmt, ja. Dana Brooke gegen Sasha Banks. Ja, Finish habe ich gesehen, beziehungsweise halt nettes Finish-Match habe ich geskippt, aber den Aftermath des Matches habe ich gesehen, dass Charlotte Dana Brooke, also Sasha Banks hat Dana Brooke besiegt, Punkt, mit einem Cuck-Cradle, und Charlotte hat dann Dana niedergemacht und Dana Brooke ist dann geturnt und die haben sich ein bisschen gebrawlt. Dana Brooke hatte die Oberhand und Charlotte wurde dadurch vertrieben und hat ein bisschen blöd aus der Wäsche geschaut. Das war beschissen. Uninteressant. Juckt keinem. Jetzt habe ich vor Und allen Dingen Angst, dass Dana Brooke ins WrestleMania-Match reinkommt. ja, das war auch meine Befürchtung. Ich hoffe nicht. Weil sie hat kein WrestleMania-Match verdient. Ich glaube nicht. Ich glaube, nächste Woche gibt es Charlotte gegen Dana und Charlotte macht die weg. Jo, das wäre okay. Dann gab es den Warrior Award. Zum dritten Mal gibt es den Warrior Award. Und heute ist es, oder bitte dieses Jahr wird es Eric Legrand sein. Wenn ich richtig Ja, ausgesprochen habe. ein Footballspieler, der auf dem Feld, wie ich es richtig mitgekriegt habe, irgendwie eine Verletzung erlitten hat und dadurch querschnittsgelähmt war, und so langsam kriegt er jetzt wieder irgendwie Gefühle in den Schultern und so, haben sie, glaube ich, gesagt, und er fängt jetzt auch wieder halt langsam an zu laufen und alles Mögliche, und ja, hat auch seine eigene Foundation gegründet. Ja, was soll man dazu sagen? Also, Gibt's nichts zu sagen. gibt es einfach nichts zu sagen. Natürlich traurige Geschichte um ihn, natürlich, klar. Sowas will keiner erleben, sowas wünscht auch keinem, ist ganz klar. Aber, naja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so ein Award ist, weil. Weiß ich jetzt nicht. Ich sag einfach mal dazu nichts. Bei Connor fand ich okay, aber bei den anderen beiden. Weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt nichts dagegen, ich fluche jetzt nicht, ist halt so. Ich sehe, ist halt so, es ist halt dieser Warrior Award, ist halt so Ja, genau. für alle, sage ich mal, auf der Welt. Ja, deshalb ist ja, ist kein Wrestling Award, sage ich mal, sondern ist halt einfach nur für die Leute, die besondere Warriors halt im Leben sind, besondere Krieger oder so, wie auch immer man es übersetzen will. Ja, Und genau. ja, deshalb ist okay, kann man machen. Ja. Ist ja nur Warrior Award, jetzt nicht Hall of Eben. Fame Aufnahme, das wäre ein Ja, bisschen krass klar. gewesen. Obwohl ich Ja. sagen muss, ich bin mit der Hall of Fame Aufnahme, die ist ja eigentlich so ziemlich zufrieden. Es fehlen ja sogar noch welche. Das stimmt. Also zum Beispiel hier Dings kommt noch, der Promi-Teil. Stimmt. Donald Trump. Ja, der ist ja schon drin. Ja, der kommt da nochmal rein als Präsident. Wer könnte denn. Ja, Barack Obama, der kann ja reinkommen. Er war noch nie in der Show, aber kann einfach mal reinkommen. Der ist schon als Donald Trump drin, jetzt kommt er nochmal als Hollywood Donald Trump. Ach du Scheiße, ey. In Black and White. Oh mein Gott, ey. Das wäre.
Wen Und könnte dann man mit dem als Promi Klick, ja, einstellen? Ja mit gut, Hugh Jackson. Jackman kann ich vorstellen. Da wird dann nochmal die Klick aufgenommen mit Donald Trump, Hillary Clinton und Barack Obama. Ah, dann holen wir noch Bill Clinton noch dazu und dann ist gut. Geil. Na gut, wen kann man aufnehmen, theoretisch? Würde ich sagen, hat es am meisten verdient. Der Sänger von Motorhead. Stimmt. Der fällt mir jetzt wieder ein. Ja. Oder der andere Kerl, der die Ex, das die Ex-Lied gesungen hat am Anfang in der Attitude Era. Der ist ja auch schon gestorben. Kenne ich nicht. Wie heißt denn der Kerl? Ich weiß es nicht mehr. Die Ex-Theme-Song. Chris Warren hieß der Kerl. 49 Jahre alt ist er gestorben. Ja, den kann man auch aufnehmen. Ist auch okay. Genau. Kann auch zum Beispiel auch Leute, Oh, Carsten das ist sogar gar Schäfer. nicht so lange her. Carsten Schäfer kann man aufnehmen. Obwohl ich Den da, könnten wir aber wirklich aufnehmen. da wollte ich auch gerade sagen, gegen den habe ich gar nichts. Den kann man auf jeden Fall aufnehmen. Der hat's Kann verdient. man Daniel Bryan nochmal aufnehmen, bevor er zu New Japan geht? Glaube, das macht man nicht mehr. Wenn er wirklich gehen würde, dann macht man es nicht mehr. Ja, muss man eigentlich schon. Aber ist egal. Gehen wir weiter. Brian Kendrick, Tony Nese gegen Akira Tozawa und TJP. War gut. Gegen 9 Minuten haben Zeit gekriegt. War auch so. Ja, gut, war nicht das Beste, was die Cruiserweight-Division zu bieten hat. Aber zwei der besten, die die Cruiserweight-Division zu bieten hat. Und Brian Kendrick und Tony Nese. Ja, Ja. Perkins sieht halt gut aus, ne? Perkins sieht gut aus, ja. Tozawa ist göttlich, Perkins ist okay. Also gut. Tony Nese und Brian Kendrick, ja. Sind halt da. Gab ein Cradle und Tony Nese hat dadurch Perkins gepinnt. Tony Nese ist ja bestimmt so einer, auf den Vince McMahon voll abgeht und der wird deshalb einen Ticken gepusht. Und logischerweise wird Tozawa nicht gepinnt, weil man, denke ich, mit Tozawa auch ein bisschen was vorhat. The Premier Athlete. Ist aber die TJP den Sieg eingesteckt. So ein prädestinierter Enzo. Der Premier Athlet. Na. Obwohl ich das echt bescheuert, wenn ich das sage, so Premier Athlet. Nach dem Match hat man dann für Two of Five angekündigt, Tony Nese gegen Brian Kendrick, gegen Austin Aries, gegen TJP, gegen Akira Tozawa. Und ja, der Sieger wird bei WrestleMania auf Neville treffen. Wer es wird, wird relativ klar sein. Ist es ein. Ist. Okay, hat man glaube ich nicht gesagt. Ist es ein Elimination Match? Ich Was glaube denn? nicht, oder? Das Five-Way-Match da morgen. Weiß ich nicht. Das Habe ich wäre nicht. geil. Wenn einfach alle rausfliegen und die letzten zwei sind dann Tozawa und Aries und die geben sich dann richtig. Das wäre auf jeden Fall geil. Würde ich feiern. Die Aber gut, Frage ist halt, wie bitte? wer gewinnt, ist eigentlich klar. Aries. Richtig. Austin, der Austin, Austin Aries. Oh mein Genau. Gott, das hört sich auf Deutsch richtig beschissen an. Oh gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal weiter und zwar Kevin Owens. Kevin Owens stand im Ring. Hat übrigens ein sehr, sehr schönes Shirt. Das WrestleMania 2 Shirt quasi. Und da hat er quasi mit seinem KO übertaped. Ziemlich geiles Shirt, muss ich sagen. Gibt es bestimmt zu kaufen, oder? Oh, muss ich mir, glaube ich. WWE-Shop. War wieder so eine Spotlight-Promo, hatten wir ja schon mal vor 3 Wochen. 3 Wochen? Kommt hin ungefähr. Er hat halt nochmal das Festival of Friendship angesprochen, hat gesagt, Jericho war noch nie sein Freund und Jericho hat bestimmt auch nie gedacht, dass Kevin Owens sein Freund wäre, sondern Jericho war einfach immer nur hinter dem Universal-Title her und wollte einen Teil von seinem Spotlight und deshalb hat Kevin Owens ihn verraten und er wird ihm bei WrestleMania den US-Titel abnehmen und dann heißt es dann die Tears of Jericho, Cry It Out, Man und wer braucht schon einen besten Freund, wenn man mit einem Destroyer teamen kann? Und das hat dann halt Samoa Joe auf den Plan gerufen, der kam raus und dann gab es das Tag Team Match. Was ich auch sagen muss bezüglich letzte Woche, Chris Jericho, der Hammer. Friends of Jericho, cheer me on, man. Das war so geil. Ich hab mich so kaputt lachen müssen. Also, einfach geil, was man mit diesem auf Jericho einfach bringen kann. Gefühlt Yep. alles. Ja.
Ja, klasse Promo von Owens, ganz klar. War prinzipiell dasselbe nochmal, was wir letzte Woche auch hatten, im Promo-Duell zwischen beiden. Hier nochmal als Singles-Promo verpackt. War okay. Kann man machen. Ja, dann ein, ja, mehr negativ positiver Punkt, Sami Zayn und Chris Jericho gegen Kevin Owens und Samoa Joe. Ja, ging 3 Minuten. Die Ansetzung, die gefühlt vom Lesen her Match of the Year sein könnte, geht bei Raw einfach mal 3 Minuten 40 Sekunden. Ich meine, ich verstehe, dass wir auf der Road to WrestleMania sind, dass man viel mit Segmenten aufbauen will, muss, macht, wie auch immer man es sagen will, aber lass das Match doch wenigstens 10 Minuten gehen oder so, ja, weil du hast in derselben Show irgendwie ein Aria, so, danke, Daivari gegen Austin Aries, was genauso lang geht oder sogar noch länger, wie ich gerade sehe. Und dann hast du, also das ist doch, nee. Und ja, also, ja, Match ging halt los und dann ging es halt los und dann gab es halt den Brawl und dann gab es die Q und dann haben sich alle gebrawlt und dann gab es eine Papa Powerbomb gegen Jericho. Ja, man hat versucht, die Fehde mit Jericho und Owens weiter aufzubauen. Ja. Um den United States Title übrigens. Ja. Genau. Ja, weiterhin geht es darum, dass Nia Jax später ein Match gegen Bayley haben wird. Und Jinder Mahal später ein Match gegen Roman Reigns. Richtig, Main mehr. Segment geskippt. Geskippt. Big Da habe ich Cass auch hat nicht. aber auch geskippt. Das habe ich gesehen. Die 8 Minuten war okay. Scheiß Ende. Ja, Was war denn das. passiert? Ja, no contest, ne? Anderson und Gallows sind eingegriffen. Und haben Big Cass und Sheamus außerhalb des Rings attackiert. Ich glaube sogar mit dem Dropkick, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, komplett unnötig. Ich gucke nochmal ganz kurz nach, was passiert war. Moment. Gibst die Sache und Magic Killer. Ja, genau. Noch Magic Killer an. Also die fertigen beide noch ab. Und so weiter und so fort. Okay, naja, ist ja egal. Auf jeden Fall Backstage Foley hat dann gesagt, ey, Ja, genau. jetzt seid ihr Also dran. Anderson zeigte halt gegen Sheamus halt diesen Dropkick. Und Gallows zeigte den Big Boot gegen Cass. Und ja, haben halt damit bezwecken wollen, dass sie halt keinen Sieger haben werden. Denn die sind Nerds. Daraufhin sagt Foley, dass es ein Three-Way bei WrestleMania um die WWE Raw Tag Team Titles geben wird. Was für Geeks. Jeder wusste es, dass es dieses Triple Threat Match gibt, aber natürlich dumm Heels wieder nett und deshalb haben sie genau das gemacht, was jeder erwartet hat. Und dann sind sie ganz überrascht, wenn es dann das Triple Threat Match gibt, weil wir das ja noch nie hatten, dass ein Match im No Contest geendet ist und es dann das Triple Threat Match gab. So ein dummes Segment. Sie werden so shitty gebuckt, das ist einfach unglaublich. Ja, dann Roman Reigns gegen Jinder Mahal. Wahrscheinlich für mich, also nicht das Match, sondern das, was danach noch mit passierte. Das Highlight der Show, muss ich ehrlich gesagt sagen. Match war da, ging halt eine Weile und dann kam auf einmal der Ringgong, also nicht der Ringgong, sondern der Undertaker-Gong. War das schön. Wie Point ist ausgemacht und der Undertaker kam aber nicht. Da war ich Nur wieder traurig. sah die ganze Zeit nur Roman Reigns, weshalb du sowas von gar nicht ausgemacht bist. Genau. Er hat halt ein bisschen blöd geguckt und Jinder Mahal hat ihn dann attackiert und dann war Roman Reigns pissed und hat Jinder Mahal ermordet. Und nach dem Match hat er dann den Undertaker rausgerufen. Aber wer kommt? HB Shizzle, ja, My Boy Shawn Michaels, Sexy Boy. Richtig geil. Leider nicht in Ringgear. Das wäre geil gewesen, oder? Er ist ausgemacht. Ja, der kam raus, hat gesagt, ey, ich will gleich zum Punkt kommen. Roman Reigns, ich stimme dir zu, du bist der Big Dog hier und was weiß ich, aber ja, du wurdest ja abgelenkt in dem Match von dem verkackten Gong vom Undertaker, ja, der ist schon in deinem Kopf drin, der Undertaker. Und wenn du so zu WrestleMania gehst, dann wird er dich kaputt machen. Und Reigns sagt dann halt nur, ja, ich werde oft gefragt, von wegen, wie fühlt es sich an, gegen den Undertaker in den Ring zu steigen, aber Leute sollten sich fragen, wie es für den Undertaker ist, gegen Roman Reigns in den Ring zu steigen. Und Roman Reigns wird den Mann retiren, der Shawn Michaels retired hat. Und ja, Roman Reigns geht von dannen, steht auf der Rampe, guckt zurück, Braun Strowman ermordet ihn.
Und das Segment endet dann mit Thank you, Strowman Chance und HBK Chance. Ja, das fand ich schön. Wie Strowman Reigns abgefertigt hat, da habe ich gedacht, geil, Strowman, du bist der Beste. Ja. Zum Segment muss man sagen, klar, gutes Segment. Also Shawn Michaels natürlich göttlich. Also der weiß einfach, wie es geht. Und natürlich bin ich natürlich auf das Match gespannt. Aber da das ja letzte Woche ja noch nicht vorkam und ich meine Meinung gerne sagen will zu dieser Ansetzung, weil ich da schon letzte Woche einige Diskussionen hatte und weil es wohl manche auch nicht verstanden haben. Erstmal ganz wichtig. Jeder hat seine Meinung, wenn, keine Ahnung, Micha sagt, Shawn Michaels, Undertaker gegen Roman Reigns ist die beste Ansetzung ever. Akzeptiere ich das, nur stimme dann halt nicht zu. Wenn ich sage, es ist zwischen Worst Case, dann muss man andere Meinungen einfach akzeptieren. Das stört mich ein bisschen, dass man nicht versteht, dass es meine Meinung ist und meine Meinung akzeptieren sollte. Wenn ich hier jetzt da mal rumbeleidigen würde, sagt Roman Reigns ist ein Punkt, Punkt, Punkt und ist ein, das Match ist ein kompletter Punkt, Punkt und ist natürlich keine Meinung. Wenn ich das ganz normal sage, wie ich zum Beispiel das Worst Case ist gekommen so und weiter und so fort. Und dann braucht man es nicht zu fragen, wenn du sagst, okay, es ist für mich ein Worst Case, okay. Aber wenn ich sage, es ist so und nach 2 Tagen denke ich immer noch so, dann ist es meine Meinung, weil es ist für mich ein Worst Case. Ich habe es seit, keine Ahnung, einem Monat oder wo man diese, ich glaube, seit dem Rumble habe ich gesagt, dieses Scheiß-Match Roman Reigns gegen Undertaker will ich nicht sehen. Habe ich die ganze Zeit gesagt und es bleibt weiter in meiner Meinung, dieses Scheiß-Match will ich nicht sehen. Kann sein, dass es gut sein wird, nur ich weiß ganz genau, was es passieren wird, dass Roman Reigns vermutlich den Taker besiegen wird. Wenn der Taker gegen Reigns gewinnen sollte, dann feiere ich ab und dann freue ich mich wie ein Schneekönig. Nur ich bin realistisch genug, dass es passieren wird. Und vermutlich, so wie man es momentan aufzieht, glaube ich nicht, dass Roman Reigns hier geturnt wird. Natürlich, es sind Gerüchte, deswegen bleibe ich da auch noch ein bisschen zurückhaltend. Sage jetzt nicht, okay, WWE wird diesen Weg gehen, diesen Weg. Da warte ich mal bis WrestleMania ab, was sie danach machen. Aber ich vermute, dass sie diesen Weg eingehen gehen, den ich denke und den auch wahrscheinlich gerüchtet wird. Aber wie gesagt, die Ansetzung gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe keinen Bock auf dieses Match. Natürlich gucke ich mir das Match an, weil es einfach der Undertaker ist. Ich bin Undertaker-Fan. Mich würde auch ein Undertaker gegen Adam Rose interessieren. Weil einfach der Undertaker ist. Das ist ganz einfach. Das ist genauso, glaube ich, auch für jeden Favorite. Ich weiß nicht, wenn Shawn Michaels gegen Adam Rose, würde sich wahrscheinlich auch für das Match interessieren. Ich weiß nicht, wie du so ticken würdest. Einfach weil einfach mein Favorite dabei ist. Und dann gucke ich natürlich. Natürlich interessiert mich auch, was da passiert, ist ja klar. Und wahrscheinlich werde ich auch da abgehen, weil ich mit Emotionen dabei bin und denke, ey, hoffentlich passiert das nicht. Und so weiter. Aber, wie gesagt, für mich ist das ein Worst Case. Es ist momentan das Match, worauf ich mich am wenigsten freue. Das ist für mich noch eine schlimmere Ansetzung wie Brock Lesnar gegen Goldberg, wie John Cena und The Miz gegen John Cena und Nikki Bella gegen The Miz und Maurice oder Andrea Jem, Memorial Battle Royal. Bray Wyatt gegen Randy und sowieso nicht. Das ist tausendmal besser als diese Match-Ansetzung. Und ich habe auf dieses Match überhaupt keinen Bock. Ich finde die Match-Ansetzung schlimmer als sogar Shane McMahon gegen Undertaker. Da sehe ich lieber nochmal einen Shane McMahon gegen Undertaker als dieses Match. Muss ich sagen. Auch wenn dieses Match wahrscheinlich besser sein würde. Ich würde sogar lieber. Auch letzte Woche, wo ich gesehen habe, okay, Undertaker gegen Braun Strowman. Diesen Stare-Down fand ich schon cool und dachte mir so, okay, ein geiles Segment. Und dann kommt dieses Dörde, Dörde. Und ich dachte mir so. Geh nach Hause. Haut einfach ab, ich habe keinen Bock mehr. Und ja, du kannst gleich deine Meinung sagen, was du zur Match-Ansetzung siehst, aber ich denke mal, du hast eine ganz andere Meinung als ich. Aber okay, so sieht es halt. Ich, wie gesagt, bin gegen diese Ansetzung. Ich hoffe irgendwie eine Wende, dass es diese Match-Ansetzung nicht geben wird, aber vermutlich nicht. Ich habe dieses Segment geliebt. Ja, wie gesagt, ich fand das Match-Segment auch gut. Das habe ich auch gesagt. Punkt 1. Man hat es geschafft, aus einer shitty Ansetzung das Beste rauszuholen. Mit Abstand das Beste. So muss es sein. So war es ja früher auch. Du hast deine kurzen Raw-Matches mit deinen Main-Eventern drin. In diesem Fall Roman Reigns gegen irgendeinen Undercarder, der okay ist, aber der keine Chance hat, logischerweise. Und das verpackst du dann mit einem guten Segment. Das hat man hier perfekt gemacht. Das war super. Ja, da hat man dieses shitty Match zu was Geilem gemacht. Perfekt angeteased. Also wo man von früher kennt, diese Undertaker Mind Games, hat man ja wieder super aufgegriffen. Gefällt mir. Zwei, dass du Michaels bringst, in einer Fehde, wo der Undertaker involviert ist, das ist natürlich auch perfekt. Der passt einfach. Ja, ich wünsche mir für die nächsten Wochen, dass man das weiterführt. Dass man immer weiter solche Gegner des Undertakers rausbringt, von wegen von mir aus mal Edge, mal, wen kann man noch bringen? CM Punk, nein, Spaß.
Also Triple Edge, H. ja gut, Randy Orton wird keinen Sinn machen, aber Edge zum Beispiel ist prädestiniert dafür, den kannst du nochmal bringen, kannst sagen, ey, ich habe mich mit Undertaker durchs Hell in a Cell geprügelt und alles und du musst, oder du musst ihn ernst nehmen und bla 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 und sowas wie damals Mick Foley im Cutting Edge, sowas muss man da bringen. Dass man immer wieder Leute bringt, von mir aus auch Kane, scheiß drauf, den kannst du auch bringen als Übergang. So Leute musst du bringen und die müssen mit Roman Reigns immer wieder reden. Und von mir aus bringst du dann, und das bringst du dann bis WrestleMania. Und was hier noch gemacht wurde, was auch sehr, sehr geil war, waren diese Sätze halt von Reigns. Reigns hat hier als klarer Heel agiert, was einfach, was geil ist. Weil Reigns ist ein super Heel, meiner Meinung nach. Als Face ist er scheiße. Ganz klar. Er ist einfach ein geborener Heel, was auch seine Sätze bringt als Heel viel besser rüber. Er sieht aus wie ein Heel, er agiert wie ein Heel. Und als er dann gesagt hat, von wegen, er hat dich retired und jetzt werde ich ihn retiren, das war ja ein absoluter Heel-Satz. Und deshalb gehe ich schon aus, was ich geil finde, du wirst jetzt natürlich stöhnen und denken, boah, nee, aber das wird es umso geiler machen, wenn er als Heel den Undertaker bei WrestleMania clean besiegt und ihn retired. Der Heat auf Roman Reigns ist so immens, dass er der absolut neue Topstar wird und es meiner Meinung nach dann auch verdient hat, weil Reigns meiner Meinung nach grandios ist in der Rolle, die er gerade hat, in der Rolle, die er in diesem Segment hatte, als absolutes Arschloch-Heel, der einfach ein Badass ist und kein Fuck darauf gibt, was die anderen Leute denken und deshalb halt auch einfach sagt zu Shawn Michaels, zur Legende, ey, kannst mir erzählen, was du willst, du wurdest retired von dem alten Sack und deshalb werde ich dem in den Arsch treten, sodass er retiren muss. Also von meiner Seite aus ein absolut fantastisches Segment. In allen Belangen. So, das war's mit dem Podcast. Tschö. Das war's jetzt, ey. Was für eine Scheiße hier. Ey. Meine Güte. Wie kann man sowas denn geil finden, ey? Meine Fresse, das ist Bumpings. Ah, ey. Ich kann dich auch nicht mehr ernst nehmen, ey. Was ist das hier? Nee. Nein. Auf jeden Fall. Ja, gut. Dass ich natürlich anderer Meinung bin, ist klar. Wie gesagt, ich fand das Segment gut. Hat man gut gemacht. Sag ich auch. Also, muss ehrlich sein, aber trotzdem. Gibt es immer Sachen, wo man sagt, ist eigentlich gut, aber trotzdem mag man es nicht. Das ist halt so. Gibt es ja viele Sachen, viele Beispiele. Würde ich jetzt einfach mal sagen, wie gesagt, findest du die Ansätze gut oder scheiße? Das wollte ich schon mal wissen. Reigns gegen Undertaker. Ja. Ich finde sie absolut, ich finde sie gut. Also ist für mich meiner Meinung nach so die beste Ansetzung, die du bringen kannst. Gut. Die bessere wäre Cena gegen Undertaker oder AJ gegen Undertaker. Aber Reigns würde für mich ganz klar auf Platz 3 kommen, wenn du halt Reigns wirklich dann auch Heel-turnen wirst. Dann ist es für mich sogar die beste Ansetzung. Dann würde ich mit einem Heel-geturnten Reigns. Würde ich Reigns gegen Undertaker sogar vor Cena gegen Undertaker stellen oder vor AJ gegen Undertaker? Muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, das Match würde Roman Reigns mehr bringen als Undertaker. Als AJ. So, Bewerbungen laufen für einen neuen Podcast-Kollegen. Nein. Ja, kann ich verstehen, aber wie gesagt, da spielt so mehr meine Meinung die Rolle. Also natürlich, wenn ich objektiv betrachte, gut, klar. Aber aus Fansicht, und ich bin halt da nicht objektiv, das sage ich auch ganz deutlich. Und das braucht mir auch niemand zu sagen, ich bin nicht objektiv, aber. Wenn es um sein Favorite ist, ist man natürlich nicht objektiv. Da ist man natürlich anderer Meinung. Also da ist man halt in dieser Fansicht halt. Ist genauso wie wenn ich sagen würde, Undertaker gewinnt den Rumble. Ich würde ausmachen wie sonst was. Nur wenn ich objektiv betrachte, wäre es natürlich scheiße, wenn er gewinnen würde. Ist ja klar. Ich würde mich aber natürlich freuen, sag, komm, hol den scheiß Titel und halt ihn 5 Jahre. Würde ich mich freuen. Aber auf objektiver Sicht würde ich natürlich sagen, ist scheiße. Weil er es nicht braucht und es auch, ja, Talente bremst. Ne? Ist ja. Muss man so sagen, aber wie gesagt, ich bin komplett gegen die Ansetzung und ich habe es mal so ziemlich mal angekündigt. Ob ich es durchziehe, das weiß ich nicht. Das werde ich sehen, wie ich mich da fühle und was dann auch letztendlich passiert. Wenn Roman Reigns tatsächlich den Taker besiegt, dass ich Roman Reigns Segmente skippen werde. Die Matches wahrscheinlich bei Pay-Per-Views gucke ich mir wahrscheinlich an, weil es halt live ist und du kannst halt live slash was skippen. Außer ich gehe halt zufälligerweise auf Toilette oder. Ich mache mir was zu essen. Das kann auch sein. Ob ich es jetzt wirklich durchziehe, habe ich auch geschrieben. Wie gesagt, ich habe auf Twitter zwar geschrieben, das heißt aber noch nicht, dass ich es wirklich durchziehe. Das kommt darauf an, wie ich danach denke. Kann sein, dass ich sage, nee, ich mach's doch nicht, ich guck trotzdem weiter in Raw und SmackDown.
ausführlich und aktiv wie nie. Aber wie gesagt, wenn es passieren sollte, naja. Wenn deswegen der Undertaker die Karriere beendet, also, ja. Was willst du mehr, ne? Einen, den er momentan, glaube ich, am wenigsten leiden kannst, besiegt da ein Favorite of all time. Also, das sagt Ja, schon eigentlich kann ich alles. verstehen. Also, aber wie gesagt, wie gesagt, ich finde es gut. Ich habe aber auch nichts gegen Roman Reigns. Ich finde ihn gut, aber du hast ja was gegen Reigns an sich und deshalb ist es vollkommen logisch, dass du auch was gegen das Match hast. Ja, und es ist auch mein Favorite dabei. Eben. Logischerweise. Also, da ist es halt was anderes. Also, ich denke mal, wenn es, weiß nicht, wen magst du am wenigsten bei dir? AJ Bray Wyatt. Styles gegen Enzo Amore. Sagen wir mal, Enzo Amore gegen Shawn Michaels. Sagen wir mal, das ist ein ganz Ja. schlimmes Szenario. Einfach mal, wenn Enzo Amore Shawn Michaels die Karriere beenden würde, würdest du genauso ticken, wahrscheinlich. Ja. Deswegen, also, das ist halt mehr so fansig und ich bin zwar ein Podcaster, der Sachen bewertet, aber ich bin auch nur ein Mensch und ich bewerte halt objektiv. Und wenn ich sagen würde, Roman Reigns gegen Undertaker ist eine fantastische Ansetzung, würden mir mal manche Menschen glauben, aber ich würde mir selber nicht in den Spiegel gucken, weil es natürlich totaler Quatsch ist, was ich erzähle. Von daher, das wollte ich einfach mal ganz kurz mal ansprechen, weil, wie gesagt, ich das letzte Woche jetzt mal ein bisschen angesprochen habe und es auch mehrfach geschrieben habe, dass ich diese Menschen sozusagen nicht sehen will. Das ist für mich ein Worst Case ist und ja, es ist mein voller Ernst, es ist für mich das Worst Case Szenario. Für mich vielleicht die schlimmste Ansetzung, die man seit Jahren gemacht hat, gefühlt. Einfach nur, weil halt Roman Reigns, den ich am wenigsten leiden kann, gegen Taker, der halt mein Favorite ist. Und so weiter. Natürlich, wenn Taker gewinnen würde, dann freue ich mich, klar. Aber wie gesagt, Ich weiß realistisch. Ja? immer noch nicht, wo man mit, um mal wieder den Schlenker zum Segment zu machen. Ich weiß nicht, wo sie mit Braun Strowman hinwollen, weil Braun Strowman kam ja nochmal raus, hat Roman Reigns weggeklatscht, der ist geflogen wie Sau, das sah so geil aus. Das hat er gut gesellt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ziemlich gut. Ich weiß nicht, wo man mit ihm hin will. Er hat ja noch von in den Ring geschrien zu Shawn Michaels, ja, ich würde dich auch ausnocken, wenn ich wollte und bla bla bla. Aber was macht man denn mit ihm jetzt? Will man ihn jetzt nur mal noch weiter da halten? Will man ihn jetzt noch für Reigns als Übergang da lassen bis WrestleMania? Oder will man ihn allgemein nur stark darstellen, weil er dann die Kack-Battle Royale gewinnt? Oder ich weiß nicht genau, was man mit ihm vorhat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch keinen Plan, was man mit ihm jetzt wirklich machen will. Weil es wäre schade, wenn man jetzt, wenn er nicht mal auf die WrestleMania-Card kommen würde, weil dafür hat er ein ziemlich gutes Jahr gehabt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also letztes Jahr, wenn der ein WrestleMania-Match gekriegt hat, wäre es ein Witz. Also da war der einfach viel zu schlecht. Ja, aber jetzt hat er sich verdient. Ja, jetzt hat er sich meiner Meinung nach verdient. Ich guck mal, ob der überhaupt bei der Battle Royale angekündigt ist. Nee. Nee. Cruz, Mojo Rawley Es wurden und schon Big Leute Show. angekündigt. Jo, drei Leute. Okay. Big Show, Apollo Crews und Mojo. Gut, von denen gewinnt eh keiner. Und ich sag ganz ehrlich, ein Braun Strowman hat mehr ein WrestleMania-Match verdient als ein Enzo Amore. Oder ein Apollo Crews, oder ein Mojo Rawley, oder ein Big Show, oder ja. Ja, das kann man so ungefähr unterschreiben. Ich würde ihm immer noch nicht den World Title geben, dafür ist es immer noch zu früh. Aber wenn er sich so steigert, dann auf jeden Fall bald. Das würde ich einfach mal so bestätigen. Damit würde ich sagen, war es eigentlich zum Segment. Mehr brauchen wir nicht anzusprechen, denke ich mal. Wie gesagt, meine Meinung habe ich jetzt mal klar gesagt. Du hast deine Meinung gesagt. Ich denke mal, du stimmst meiner Meinung nicht komplett zu. Bei dir auch nicht, aber wir akzeptieren die. Können es auch verstehen. Würde ich einfach mal behaupten. Und wie gesagt, ihr könnt eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr diese Ansetzung Roman Reigns gegen Undertaker? Wie gesagt, ihr habt unsere Meinung gehört. Schreibt eure Meinung gerne mal rein. Also würde mich auch interessieren, wie ihr denkt. Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Ich habe schon von einigen gehört, die finden es super, andere sagen, die finden es schlecht, andere sagen, die stehen im Zwiespalt. Also, ich würde sagen, dieses Match hat auch so seine verschiedenen Ansichten. Ist halt eine kontroverse Ansetzung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Manche finden es gut, manche finden es schlecht und manche sind halt in diesem Zwiespalt, die sagen, ja, ist sowohl gut, sowohl aber auch scheiße. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Genau, dann würde ich mal sagen, belassen wir es bei dem Segment. Wir werden mal gucken, was nächstes Morgen passiert. Ich kann mir gut vorstellen, trotzdem, dass es gut sein wird. Wie gesagt, Aufbau und Match kann ich gut vorstellen, dass es gut sein wird. Aber wie gesagt, da spricht so ein bisschen die Fansicht. Genau, dann hast du noch was zu sagen? Nein, Backstage, Stephanie McMahon, Mick Foley. Genialer Übergang.
Ja, waren Backstage, haben gesagt, oh, Segment war super geil. Und naja, Jax kam vorbei. Oder das war doch hier. Nee, das war vorher. Ah, Er okay. hat halt nur noch ein bisschen Zeit, um die Entscheidung zu treffen, wen er Achso, feuern ja. möchte. Austin Aries gegen Arya Daivari, geskippt. Ja, war halt ein Match für Austin Aries, sein Raw-Debüt, kann man ja fast sagen. Ja, hat er via Roaring Elbow gewonnen. Mehr ist Emma is nicht coming, was. jawohl. Coming soon. Nach WrestleMania wahrscheinlich. Ach du Scheiße, ey. Big Show gegen Titus, who gives a shit? Protokoll, Big Short nach drei Chokeslams, Titus O'Neil besiegt. Mal sehen, wann der Aufbau zu Shaq O'Mac. Ne, Shaq O'Mac. Shaquille Jo. O'Neal. Shaq O'Mac, what the. Ne, Shaquille O'Neal. Naja, mich interessiert das Match nicht. Dann gab es die Women's History Month mit der ehemaligen US-Tennisspielerin Billie Jean King. She's a Billie Jean. Billie Jean, not mine. Ja, gut. Michael Jackson muss man auch mit reinbringen. Super Sänger. Leider schon tot. Ja, und jetzt kam für mich das Main-Segment, aber da kam ja noch was dazwischen. Ja, Bailey und Sasha Banks. Kurzes Segment, halt Mut zugesprochen und so weiter und so fort. Und ja. Couple of Haters. Couple of Haters. Und ja. War eigentlich nichts Großes. Ja. Dann kam ein großes Highlight. Jericho. Interview mit Tom Phillips? Na, nicht ganz. Schade. Ach gut, Mike Rome. Ist ja fast selbe. Genau. Oder war es doch Philippe Thomastein? War es nicht, wie wurde noch genannt? Jeffrey? Jeffrey. Santana? Santino. Santino. Oh, das war geil. Santino, Santana. Santino. Oh, mein Name ist Santino Marella. Ah, Santino als Heel war super. Gut, ja, wie gesagt, das Segment war göttlich mit Jericho, wo er einfach interviewt wurde. Nächste Woche kündigt er an, Highlight Reel mit dem wahren Kevin Owens. Und dann nennt er den Interview Tom Phillips. Dann sagt er, es ist Mike Rowan. Und dann sagt er, zweifelst du an meiner Intelligenz? You just make the list. Göttlich, göttlich Jericho. Oder Ja. hast du noch was zu sagen zu Jericho? Nein. Er ist best in the world at what he does. I got the friends of Jericho. Cheer me on, man. Jetzt mache ich auch noch die Pose. Das sollte ich niemand machen, weil es sieht eh keiner. Ah, war das schön. War das schön, Jericho. It's the joke of Jericho. Laugh at it, man. It's the, nee, Podcast of Jericho. Hear me on, man. Vor allem, wenn man überlegt, das fing einfach nur an, simpel, mit Gift of Jericho, Drink it in, man. Ja. Und jetzt, ja, da braucht man einfach nicht viel zu sagen, da ist einfach Jericho genial. Also, Key of Jericho, Lock it in, man. Friends of Jericho, Cheer me on, man. Oder Crying of Jericho, nee, Tears of Jericho, Crying on, man. Also, I got the match of Jericho. Wrestling, man. Nein, na gut, das passt überhaupt nicht. Was nicht gepasst hat, war Bayley gegen Nia Jax. Ja, geskippt. Ja, war ein Match, 7 Minuten 45, war nichts Sehenswertes. Ja, Nia Jax hat Bayley nach dem 5-Count nicht losgelassen, dadurch hat Bayley via DQ gewonnen und nachher hat Jax Bayley ein bisschen zerstört. Warum gibt es die Ansetzung? Weil es wahrscheinlich ein Fatal-Four-Match geben wird. Wow. Stephanie McMahon stand im Ring. CM Punk. CM Punk. Diese Woche hat sie sie tatsächlich ignoriert. Ja, letzte Woche konnte man schwer ignorieren. Ja. Mick Foley kam hinzu. Bisschen gehumpelt. Aber das ist halt Mick Foley. Das ist schon gefühlt sein Gimmick. Ist ja auch angeschlagen, er wird ja bald operiert. Es kam dazu, dass Stephanie wissen wollte, wer gefeuert wird. Und Mick Foley hat gesagt, du wirst gefeuert. Und Stephanie McMahon, ja, hat natürlich gedacht, dass
Vorli ein Vollidiot ist und Vorli hat gesagt, du bist eine schlechte Person, genauso wie dein Mann. Und dann kam ihr Mann raus. Göttlich, dieser Theme, dieser King of Kings Theme, Bow down to the King, ja. Habe ich auch Triple H zu Hause gehuldigt hier, das saß ich auf meinen Knien und habe die Huldigungsgeste gemacht, ja. Triple H, Die göttlich. Huldigung, Huldigung auf Jericho. Nee, die Huldigung auf Hunter. The King of Kings. Huldige ihm, man. Naja, Triple H ist super. Auch einer meiner All-Time-Favorites. Ja, Triple H hat dann gesagt, ja, wenn du was über mich sagen willst, sag's mir doch ins Gesicht. Und Foley kam dann halt an und hat gesagt, du bist scheiße. Und Triple H hat gesagt, ja, ich will aber überlegen, was du zu mir sagst. Du willst doch deinen Job bestimmt behalten, du magst es doch hier und so. Kommst dann hier raus, liest die Stadt hier von deiner Hand ab und machst dann einen schönen Cheap Pop, ja. Und du willst dir das ja nicht versauen, denn wir wissen ja alle, dass deine Tochter so gerne WWE-Wrestlerin werden will und dass dein Sohn ja hier hinten Backstage bei uns arbeitet. Und wenn du uns ärgerst, dann ärgern wir halt die Zweien und die werden keinen Jobs mit uns kriegen. Und dann bist du der blöde Vater, der das versaut hat, der ihre Karrieren zerstört hat. Und ja, dann hat er Mick Foley weiter zerstört am Mike und geburied und hat gesagt, ja, verpiss dich jetzt aus meinem Ring. Und Mick Foley hat dann so, beziehungsweise er hat dann gesagt, ja, er soll die Stage hochgehen und darüber nachdenken, was er gesagt hat und am Montag wieder fröhlich dazukommen und wenn Stephanie McMahon zu ihm sagt, er soll springen, dann soll er auch springen. Der Affe, ja, er ist der Affe der Authority, ja, the Monkey of Authority. Jump on top, man. Jetzt übertreibe es übelst. Ja. Egal, ja, und dann hat er so getan, als würde er gehen, stand dann halt im Ring, die Authority hat weiter rumgeburied, die Crowd und alle mögliche runtergemacht und Triple H hat dann gesehen, dass Mick Foley noch dasteht, ist zu ihm hingegangen und hat dann die Mandible Claw kassiert. Mr. Socko. Genau, hat Comeback gefeiert. So lange hat er dann Mandible Claw angesetzt, bis Stephanie McMahon ihm einen Low Blow verpasst hat. Dann hat Triple H sich natürlich frei gemacht, hat sein Jackett ausgezogen, wollte ihn weiter killen, aber dann kam die Musik von Seth Rollins, Riesenpop. Freaking Rollins. Und ja, er kam zum Ring gehumpelt, hat dann die Krücke hochgehoben, hat sie fallen lassen, von wegen, ey, ich brauch's dir nicht, und ist dann in den Ring gestürmt, sehr agil, ohne irgendeine Verletzung zu zählen. Und hat sich dann mit Triple H gebrawlt, konnte ihn fertig machen, hat ein paar Dropkick rausgehauen. Triple H hat sich die Krücke geschnappt, ist in den Ring gekommen und hat dann mit der Krücke Seth Rollins verprügelt. Und ihn zerstört. Und hat ihn dann in einen Indian Deathlock genommen und sein Bein weiter attackiert. Hat ihn mit der Krücke mehrere Male geschlagen. Seth Rollins hat die Scheiße aus dieser Krücke rausgesellt. Meine Fresse hat er das geil gesellt. Und ja, war ein mega geiles Segment. Und es steht fest, Seth Rollins ist für WrestleMania fit. Jo, das kann man so sagen, weil wenn er nicht fit gewesen wäre, hätte man dieses Segment nicht gebracht. Ja, vor allen Dingen hätte man ihn nicht so aktiv werden lassen, sage ich mal. Ja, sonst hätte man ihn einfach nur, keine Ahnung, schubst ihn weg und dann fliegt er Genau. halt einfach 3 Meter auf eine Genau. Polsterung und dann war es das schon. Super. Super Segment. Freue mich, dass Rollins fit ist. Das ist jetzt vielleicht das Match, worauf ich mich am meisten freue. Rollins gegen Triple H. Weil es gut wird und weil man jetzt endlich einen guten Aufbau gemacht hat. Also ab, ja, Rumble Takeover, wo es ja angefangen hat, hat man es gut aufgebaut. Natürlich die kurze Unterbrechung wegen der Verletzung von Rollins, leider. Aber sonst hat man es gut aufgebaut, meiner Meinung nach. Wie gesagt, danach kommt das WWE-Titelmatch, das Match, worauf ich mich danach freue. Und wie gesagt, eine geile Ansetzung, wie gesagt, Rollins gegen Triple H, dieser Payoff, den es geben wird. Vor allen Dingen ist es ja auch eine Ja. Storyline oder eine Fehde, die sich ja eigentlich schon seit 2013 zieht. Seitdem, oder 2014 vielmehr, seit dem Shield Split. Richtig. War ja Authority Member. Rollins hat etliche Titel gewonnen. Er war WWE Champion, Money in the Bank Gewinner. Double United Champion. ist Double Champion. Double Champion als United States Champion natürlich. Geil. Ja, hatte Matches mit Sting, mit Cena, mit Brock Lesnar, Kane, Kane. Randy Orton.
und etliche Leute gewrestelt und so weiter und so fort. Dean Ambrose natürlich auch ganz klar. Also er hat mit vielen Leuten Matches bestritten und ja, wie gesagt, Triple H immer protected und jetzt gab es den Turn. Triple F, Rollins das Face geturnt und jetzt gibt es diesen Payoff, auch wenn ich sagen muss, der Aufbau war ein bisschen zäh, weil man, glaube ich, 6 Monate gefühlt Triple H gar nicht gesehen hat und die Fehde gar nicht voranging und jetzt geht es endlich mal voran, was ich gut finde. Wurde Das auch Zeit. ja. Das ist der negative Punkt, das hat sich zu lang gezogen und war vielleicht der falsche Zeitpunkt. Man hätte es vielleicht so machen können, Rollins den Universal Title geben und dann vielleicht beim Rumble turnen oder so. Das hätte ich besser gefunden. Vielleicht. Ja. Dann hätte man einfach diesen kürzeren Rahmen und dann könnte man diese Fehde richtig gut aufbauen. Aber ja, so, naja, gut. Hat man gemacht, aber trotzdem ein starkes Segment. Mick Foley fand ich super. Alle Beteiligten fand ich gut. Ja. Und man baut hier damit auch auf, dass Mick Foley bald kein GM mehr sein wird. Ja gut, es würde mich überraschen, wenn wir ihn nächste Woche sehen. Gut, man könnte nächste Woche nochmal so ein Segment bringen, wo er nochmal so sagt, von wegen aus, tut mir leid, ich will wieder zurück, bla bla bla. Und dann wird er endgültig gefeuert oder so. Ja, und dann kommt vielleicht ein anderer Mann. Vielleicht. You You suck. suck. Oh Gott, das haben wir sogar noch synchron gemacht. Das ist ja echt You gruselig. suck. Ich glaube, was? It's the theme of Angle. Suck him on, man. Ja gut, mit diesen Worten beenden wir die Raw-Ausgabe. Oder hast du noch was zum Segment zu sagen? Ja, aber geil. Rollins ist back. Ziemlich sicher werden wir jetzt Rollins fit bei WrestleMania sehen gegen Trips. Zumindest ein Und gutes Match. das Segment war gut. Ich fand Raw sogar tatsächlich. Also ich habe viel geskippt natürlich, aber was ich gesehen habe, war ziemlich gut. Die ganzen Segmente, die Main-Segmente haben mir gut gefallen. Heyman war gut, Owens war gut, Endsegment war gut, Reigns und Michaels war gut. Also von daher hat es gepasst. Ja, war eine ordentliche Raw-Ausgabe. Ich kann nicht sagen, es war gut. Dafür gab es halt ein bisschen shitty Sachen mit der Women's-Segmente. Ja. Tag Team Division, Big Show, Alle Titus Matches. O'Neil, also ziemlich alle Matches, die kurzen Ansetzungen, das sind einfach Kritikpunkte, die natürlich die Raw abwerten. Beste 2 Stunden wäre es sogar gut gewesen, glaube ich. Würde ich jetzt einfach Hätte mal man alle behaupten. Matches rausgeschnitten, außer vielleicht das Cruiserweight-Match, das Tag Team-Cruiserweight-Match, dann wäre es eine gute Show gewesen. Richtig. Auf jeden Fall. Und ja, wir haben 57 Minuten. Auf jeden Fall eine gute Länge, wie gesagt. Das Main-Segment war super. Wie gesagt, Rollins Trips freue ich mich. Wird eine gute Ansetzung und denke ich auch ein gutes Match. Freue mich, dass Rollins fit ist. Das war natürlich so und dachte ich, ah, scheiße, hoffentlich verletzt er sich nicht so lange. Aber anscheinend ist er fit. Es ist nicht so schlimm wie damals mit seinem, ich glaube, der hat sein Kreuzband, Meniskus und Innenband gerissen, was heftig ist. Also alle drei gerissen bei so einer, sagen wir mal, harmlosen Aktion eigentlich. Aber. Da kann schnell was schief gehen, ne? Nach dieser Buckelbomb, nee, diese Powerbomb, die er angesetzt hat. Muss ich auch sagen, Respekt, dass er das Match auch durchgezogen hat. Letztendlich, weil ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Aber wahrscheinlich kann auch daran liegen, dass man auch den Adrenalin im Blut hat. Und da merkt man halt nicht direkt diese Verletzungen. Die merkt man halt erst später. Das ist halt manchmal blöd, weil ich weiß nicht. Kann auch so wie bei Kurt Angle nur 1996 sein. Hat, glaube ich, auch seinen Nacken gebrochen, wenn ich mich richtig erinnere. Und vielleicht hat er es in dem Moment nicht ganz gemerkt. Und war halt einfach so viel Adrenalin im Blut gehabt, dass er einfach trotzdem weitergemacht hat. Und belohnt wurde mit der Goldmedaille. Was ein sehr, sehr hohes Ansehen ist, wenn man die Goldmedaille bei Olympia gewinnt. Ja. Also noch höher als hier den WWE-Titel zu gewinnen gefühlt. Da natürlich bei Olympia nichts geskriptet ist, ist natürlich klar. Im Gegensatz zu hier. Hier kann theoretisch ein Teil des Uni-WWE-Champion werden. Wird zwar wahrscheinlich nicht passieren, die Möglichkeit wäre aber da. Ja. Gut, das war's wie gesagt zu Raw. Diese Woche kein Pay-Per-View. Wir haben wieder ein bisschen Pause. Das ist zumindest ganz gut, oder? Ja, das ist gut. Wobei der nächste Pay-Per-View WrestleMania ist. Ja, in 3 Wochen, ne? Obwohl ich sagen muss, ein bisschen Vorfreude hat man schon auf WrestleMania. Ist halt WrestleMania einfach, ne? Es ist halt einfach die größte Show des Jahres. Und da hat man halt einen Grundhype. Ja. Aber ich glaube, das letzte Mal, dass ich so krass gehypt war auf WrestleMania. 30? 31. Obwohl. 31. Ja, 31 war ich auch schon ein bisschen gehypt. Aber wo ich echt einen Mega-Hype hatte, so einen Monat oder 2 Monate vorher, war einfach 28. Mit Taker, Triple H und Cena Rock.
Aber gerade Cena Rock hat ja einen Mega-Hype gehabt. Also, das war krass. Wie gehypt ich auf dieses Match einfach war. Obwohl, im Nachhinein denke ich mir so, das wäre eigentlich jetzt kein Five-Star-Classic, wo ich mich jetzt mega gefreut habe. Es war einfach diese Ansetzung, die einfach trotzdem geil war. Und die Fehde hat man richtig gut aufgebaut, über ein Jahr. Ja. Von daher interessant. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Stunde durch über Raw gesprochen, ein bisschen was von letzter Woche nachgeholt. Wie gesagt, ich hoffe auf Verständnis, wie gesagt, auf die letzte Woche. Aber wie gesagt, wir sind auch alles nur Menschen. Wir können nicht alles immer funktionieren wie wahrscheinlich die Roboter. Aber nun gut. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nee, Oder nee. irgendwas zu empfehlen oder irgendwas? Guckt Karat. Auf. Wiegst ihn auf für 10 Euro. Gut, dann haben wir die Werbung durch, dann kriegen wir ein bisschen Geld von der WXW. Ne? Ja. Kriegst du jetzt erstmal 6 Monate geschenkt? Wahrscheinlich, ja. Eher nicht, aber gut. So viel dazu. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr zu dieser ganzen Ausgabe findet und wie ihr auch die Review fandet, wie ihr die Show fandet. Und dann hören wir uns vermutlich bei der SmackDown Review in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Ciao.